Mahlzeit, Freunde, und willkommen bei Max Beat Shop. Pass auf, wir haben ein Paket von Danny. Ich habe mal geschrieben. Das geht nämlich um den Grund von Scirocco-Teilen. Er hat ganz viele Scirocco-Teile auf Lager, also hat ein riesengroßes Lager davon und macht mit den Kisten halt. Und er hat mich gefragt, was brauchst du denn genau? Ich sage ja, das brauche ich, dies brauche ich, dort brauche ich was, da, hier, dort. Und dann meinte er, ja, schicke ich dir zu. Einfach so. Geile Nummer. Danke nochmal, Alter. So, und jetzt in diesem Video hier. Packen wir das raus. Das ist der Plan. Das machen wir jetzt auch. Guck mal, Paket schon vorher geöffnet. Da haben wir so eine Kiste hier stehen. Die ist ziemlich groß, wie ihr seht. Und jetzt gehen wir so nach und nach los. Einmal haben wir hier ein Paket, einen Zettel mit einer ABE darauf. Ich weiß schon, wofür das ist, deswegen packe ich es mal beiseite. Ihr werdet euch gleich sehen, was ist das für ein Schrocko-Ungeheuer wichtig. Das braucht er nämlich auch noch. Das ist das peinlich, das Ding. Wir haben einmal hier einen Haubenzug. Ne? Meiner ist ja kaputt, beziehungsweise der funktioniert nicht. Ich habe auch einen dabei, aber hier sind diese Dinger hier, diese hier, die sind unglaublich krass, weil die haken nämlich diese komischen Öffner ein und wenn die nicht da sind, geht es halt nicht. Und bei meinem Haubenzug, oh Wunder, fehlen sie natürlich. Scheiße. Er hat die noch gehabt. Danke nochmal, Alter, weil das kriegst du nicht in jeder Ecke. So, gucken wir mal rein. Wir schauen uns mal her. Was haben wir denn hier? Wir haben einmal hier ein Stück Blech. Seht ihr das? Dieses Stück Blech ist eine Sache, die wir auch brauchen. Das ist ein sogenanntes eingewickeltes, nicht vertüdelbares Reparaturblech für einen Radlauf. Warum? Unser ist kaputt. Unser Radlauf. Das heißt, wir können unseren Radlauf damit braten. Ne? Passt perfekt. Dann haben wir hier noch ein Reparaturblech für den Radlauf. Geil, zwei. Das ist nur von einem. Er macht besser. Das Schaf kann, wir müssen aufpassen hier. Noch ein Radlauf mit diesem Knick zur Endspitze. Cool. Auch geil. Geh auf weiter. Es ist, wie gesagt, für uns ist es der Hammer, weil du kriegst nicht mal in jeder Ecke diese Teile. Das ist nicht mehr so einfach. Scirocco ist nicht ganz so einfach. Dann haben wir hier, was auch bei dem Auto ein Problem ist, dass sie nicht kaputt ist, einen neuen, gebrauchten, guten Fahrerspiegel, seht ihr hier so? Drei Schrauben, zack, zack. Hier ist die Einstellung. Das ist der Fahrerspiegel für den Scharko. Und so kriegen wir auch. Geht da noch? Wollen wir gucken? Die Einstellung? Jo, geht noch. So kriegen wir auch diese hier Spiegelgeschichte. Weil meiner ist nicht kaputt. Ist unten gebrochen. Und der fällt so in sich selber auseinander. Also, das ist scheiße, das Ding. Und der hier passt. Der ist rot. Aber das Rot kann man ja schnell wieder schwarz machen. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja der Witz daran. Das ist ja der Gag an dieser ganzen Geschichte. Dass wir halt mit Low Budget die Kiste wieder auf die Straße bringen wollen. Und solche Sachen helfen uns halt ungemein weiter, weil so haben wir Teile, die normal Geld kosten. Guck mal, so ein Spiegel, der ist nicht billig. Ne? Und so ein Haubenzug muss auch mal finden. Weißt du? Und hier geht er noch weiter. Wir sind noch gar nicht fertig. Wir haben auch noch mal passend zu dem, weil er ein bisschen anders aussieht, den Beifahrerspiegel. Das heißt, wir können wirklich, wirklich zuschlagen bei der Kiste. Beifahrerspiegel. Ihr seht, perfekt. Total geil. Obergeil. Das heißt, das passt schon mal. Das haben wir schon mal alles auf Lager. Und was geht bei dem Scirocco eigentlich am meisten auf den Sack? Mir persönlich die Höhe. Der ist nämlich hoch wie ein Bus. Und das ist natürlich ein Problem. In meinen Augen. Deswegen haben wir hier, das war das Hallegutachten gerade eben, einen Satz. Ich habe es mal eingepackt. Oh. Golf 1 bzw. VW Scirocco. Weitec-Federn. Weitec ist geil. Ist einer der besten Hersteller in meinen Augen. Weitec war früher die Billigmarke von Koni. Ne? Und damit können wir natürlich den Scirocco ein bisschen den Boden näher bringen. Mit Gutachten. Das heißt, sogar eintragungsfähig und haarfähig. Also ultramäßig passt das. Ne? Das Gutachten ist von 1997, 1987. Ah, eng. Geht aber. Geht. Zeitgenössisch ist es trotzdem. Das passt. Da werde ich keinen Ärger für kriegen. Rot oder grün, Lackaufdruck, bla bla bla. Weil ich will meine Fahrkennzeichen laufen lassen, den Schocker, wenn er fertig ist. Also die Überlegung. Deswegen wollen wir ihn ja auch wieder gelb machen und nicht so abgespaced, keine Ahnung was, damit er so ein bisschen hier Originallook kriegt. So, Alter, Danny, ich danke dir.
Ich packe diesen ganzen Kram jetzt in Schoko rein, außer die Bleche, die gebe ich schon mal Gordon in der Hand. Aber jetzt gerade da Zwischentüdeln sind. Irgendwann demnächst ist Gordon auch wieder für ein paar Wochen weg, weil er hat Weihnachtspause, fährt er nach Hause. Ne? Und dann mal gucken, wie wir das machen. Aber Schoko für mir weiter. Wahrscheinlich machst du auch selber weiter daran, ne? Also auch im Alleingang. Gut, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Lass uns nicht ärgern. Also ich hätte ja so Bock auf ein Weihnachtsprojekt, ne? Irgendwie ein Trabi. Da ich kaufe noch irgendwie ein Trabi. Und dann bin ich wo ein Trabi. Ich würde einfach mal einen fertig machen. Ne? Ich habe so wie der 71er, irgendwie so ein Schicken. So ein Gurki-Schicken. Mit Gurkenmitteln. Man kennt ihn. Keine Ahnung. So, Freunde, Reifen auf der Straße behalten, nicht ärgern lassen. Bis zum nächsten Mal, weil wir müssen jetzt hier weiter tüdeln. Und ja, ciao. Munter.